Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem DRF-Interview. Was wurde eigentlich aus dem Vorzeigeprojekt Energiewende? Da ist es in der letzten Zeit fast ein bisschen still geworden, es sei denn, man hat sich politisch ein wenig gestritten. Schauen wir uns das Ganze aber genauer an, natürlich auch aus Anlegersicht. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich an der Börse Klaus-Martin Korzilius von Close Brothers Seidler. Herr Korzilius, ich habe es angesprochen, manchmal hakt es in letzter Zeit politisch, also nicht nur beim Thema Energiewende, aber auch da. Wie ist da so der Stand der Dinge, wenn man mal von Dingen absieht, wie haben wir bald einen Nord- und einen Südstrom? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Anders gesehen ein bisschen verunsichert worden, aufgrund der Aussagen, die wir aus Berlin eben hören. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, per 1.8. hat der Gesetzgeber dieses neue EEG, diese Richtlinie, weitreichend hinaus prolongiert, sage ich mal so. Also speziell für die Windkraft, wenn wir darauf eingehen würden, haben wir Planungssicherheit bis Ende 2017, was jetzt Onshore, also was auf Land angeht, und Offshore, also das berühmte auf der Nord- und Ostsee, bis 2019. Das heißt also, die Konzerne oder die Firmen, die hier aktiv sind, haben recht Planungssicherheit. Und so gesehen können die Projekte, die angeschoben werden, sind auch jetzt weitergeführt werden. Ja, aber trotzdem hat man so das Gefühl, dass man sich von politischer Seite jetzt so ein bisschen im Kleinen verzettelt. Also es war ja, wie gesagt, mal so ein Vorzeigeprojekt, also Atomausstieg hin zu erneuerbaren Energien. Aber wenn jetzt quasi der Strom, der durch Windkraft zum Beispiel im Norden erzeugt wird, nicht mehr in den Süden kommt, dann könnte das dann das ganze Projekt gefährden? Letztendlich ist es eine Kostenfrage. Wir müssen immer schauen, wer bezahlt das Ganze. Letztendlich sind es wir Steuerzahler natürlich. Auf der anderen Seite muss natürlich auch hier ganz klar der Gesetzgeber natürlich hier der Wirtschaft die was vordoktrieren. Das heißt, eben gesagt, es müssen alle daran partizipieren. Es kann nicht sein, dass nur der Steuerzahler bezahlt, sondern auch, dass die Unternehmen, die ja gerade sehr viel Energie verbrauchen, auch zur Kasse gebeten werden. Ich glaube, letztendlich ist der Streitpunkt hier eher, wer bezahlt denn für diesen Ausbau? Dass wir ihn wollen, dass er politisch gewollt ist, ist ja klar. Nur halt letztendlich, wer bezahlt dafür? Und das ist halt die Frage, wie verhalten sich die ganzen Versorger in diesem Lande. Man hat ja so ein bisschen gerade von dieser Seite eben gesagt, naja, Berlin ist ja alles gut und schön, was er da vorne beschließt, aber wir müssen es umsetzen, wir müssen es bezahlen, das kann ja nicht die Wahrheit sein. Also wer sonst noch soll diese Energiewende bezahlen? Darum geht es letztendlich, ja. Sie haben jetzt die Versorger schon angesprochen, denn wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen aus Anlegersicht gucken, für welche Unternehmen bedeutet die Energiewende jetzt quasi welche weiteren Folgen? Versorger wie E.ON und RWE haben im Zuge der Energiewende schon, jetzt wenn wir uns die Aktien mal anschauen, ganz schön gelitten zwischendurch. Was würden Sie jetzt sagen? Also sind die Folgen der Energiewende inzwischen für die Versorger absehbar und wie würden Sie die einschätzen? Ich meine, man muss ein Stück zurückgehen. Ich meine, durch die beschlossene Sache vor 2 Jahren aus der Atomkraft eben auszusteigen, das ist natürlich ein riesen Eingabe, ein Revenue-Bringer, also ein Turnover-Bereich. Also von der, das fällt ja auch weg. Also wenn wir wirklich bis 2022 alle Atomfaller in Deutschland abschalten wollen, beziehungsweise wenn das der politische Wille ist, muss es ja irgendwo anders herkommen. Das heißt, man nimmt natürlich den großen Versorgern eine riesige Einnahmequelle weg. Auf der anderen Seite erwartet man von diesen Unternehmen auch, dass sie in den Ausbau der Erneuerbaren investieren. Und das ist natürlich für die beidseitig sehr, sehr schwierig, das aufzufangen. Deswegen kann ich gut verstehen, dass die großen Konzerne hier ein bisschen auf die Hinterbeine gehen und einfach sagen, da muss ein bisschen mehr kommen, das muss gerechter verteilt werden. Es kann nicht sein, dass ihr uns auf der einen Seite extrem belastet und dass wir diese abschwören sollen. Auf der anderen Seite sind wir dafür verantwortlich, wie gesagt, diesen Energieausbau voranzutreiben. Und am Ende des Tages ist es wieder die Kostenfrage und ich glaube, die werden uns noch ein bisschen beschäftigen. Ja. Kostenfragen haben das meistens so an sich. Genau. Jetzt haben wir über die Versorger schon gesprochen, Sie hatten aber eingangs schon die Windkraft besonders erwähnt. Also man sollte jetzt ja davon ausgehen, wenn eine Energiewende kommt, sehr viel auf erneuerbare Energien gesetzt wird, dass dann eben sowas wie Windkraft, die Branche, aber auch Solarenergie da besonders davon profitieren sollen. Ist das der Fall und wie kann man es jetzt mal aufsplitten, also erstmal Wind und dann Solar? Ja, absolut. Ich verfolge den Markt ja ein bisschen enger. Und ich kann also absolut berichten, dass also viele Konzerne, sei es Siemens und auch andere Player in diesem Markt sehr, sehr aktiv sind, viele neue Technologien vorgeschlagen haben. Die Effizienz auch dieser Windräder wird immer besser. Vestas, andere Konzerne, Nordex haben schon angedeutet, dass sie auf der Effizienzseite eben viel besser produzieren können. Es wurde jetzt in Hamburg auf der Windmesse wurden viele neue Technologien vorgestellt, die sehr, sehr gut sind. Und es gilt das eben, diesen Ball, den sie zuwirft, eben umzusetzen. Aber nochmal, Berlin ist leider viel zu langsam in der Genehmigung dieser Windparks, sei es on oder offshore. Und da würde man sich wirklich freuen, wenn wir in Berlin wirklich da etwas schneller agiert und nicht so pomadig, dass man einfach hier einfach sagt, okay, wir wollen diese Wende, wir helfen euch. Wir lassen auch diese Projekte, die angesteuert werden, sei es on oder offshore, eben auch genehmigen und dass der Ausbau eben weiter gemacht werden kann. Nur da muss ich sagen, Berlin ist sehr zögerlich bei der Genehmigung neuer Projekte.
Wie sieht es jetzt für die Solarenergie aus? Weil also tatsächlich wurden die Unternehmen ja vor noch nicht so langer Zeit, vor ein paar Jahren noch sehr gehypt. Dann folgte ein ganz schöner Absturz, sehr, sehr viele Pleiten. Können die jetzt auch profitieren, also die, die es noch gibt? Ich meine, die Industrie wurde natürlich auch ziemlich gekappt. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich vor einem Jahrzehnt ein bisschen Schlafenland in Deutschland. Jeder wollte Solar und man hatte einfach gebaut. Man hatte eine tolle Vergütung bekommen. Mittlerweile hat man gesagt, die Kosten laufen hier aus Rand und Band und hat man jetzt die Industrie gekappt. Dabei sind natürlich einige Unternehmen insolvent gegangen, leider Gottes. Man hat es aber jetzt geschafft, eine Plattform zu finden, wo die Spielregeln neu verteilt wurden. Aber der Ausbau der Solarenergie beispielsweise ist ja begrenzt auf gewisse Megawattzahlen pro Jahr. Das heißt, nur gewisse Projekte können vorangeschrieben werden. Das hat aber auch dazu, wie viel der Bund letztendlich für diese ganze Investition zu zahlen hat. Und das wurde eben gekappt. Und deswegen gibt es auch klare Spielregeln. Und ich denke nach wie vor, am Ende des Tages müssen, egal ob Wind oder Solar, müssen auch ohne Förderung seitens Berlin auskommen. Das heißt, man muss versucht werden, die Technologie weiterzuentwickeln, effizienter zu werden, dass wir eben wegen so einer Grid Parity ist dieses Schlagwort, was ja überall im Munde ist, dass man hier eben gleich in den zu gleichen Konditionen mit Fossil, also mit herkömmlichen Energiequellen ungefähr gleich gehandhabt wird. Und dann, denke ich, hat die Erneuerbare eine hervorragende Zukunft in Europa und in Deutschland. Wir sind jetzt leider schon fast am Ende des Interviews, aber jetzt noch kurz die Frage, was würden Sie jetzt aus Anlegersicht eben gerade vorziehen? Also ist die Energiewende ein Thema, von Anlegern auch profitieren können oder in welchem Bereich, welche Unternehmen könnten Sie dabei gucken? Ja, sehr spannend finde ich die Windbranche, wenn er in Berlin mitspielt, da gibt es hervorragende Firmen. Also ich finde gerade Siemens einen tollen Konzern, der unheimlich tolle Projekte gerade heranschreibt, energieeffizient vorschreibt. Also wenn ich ein Unternehmen mal vorstellen dürfte, wäre Siemens, das ist eine Aktie, obwohl die natürlich jetzt jüngst sehr unter Druck gekommen ist. Aber das bietet für mich ganz hervorragende Einstiegschancen. Es gibt natürlich auch viele kleinere Werte, aber die Windbranche in Deutschland, denke ich mal, hat die nächsten Jahre noch viel, viel Freude vor sich. Also noch einiges vor. Herr Kotzilius, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, Windbranche gerade ganz spannend. Generell die Energiewende auch ein Thema für Anleger. Ja, und das ganze Interview, das können Sie natürlich jederzeit auch nochmal anschauen unter www.drf.fm. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.